Yo, Moinsen, hallo zusammen. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu einer neuen Aufnahme von Beast City. Vorneweg, wenn im Hintergrund irgendwelche Geräusche sind, dann liegt es daran, dass ich gerade mein Fenster auf habe, weil das sonst unerträglich wäre hier drin, weil es einfach übertrieben heiß ist. Und ja, ihr seht hier schon ein bisschen was aufgebaut. Und zwar habe ich die TBM, die ich in der letzten Aufnahme mit Chio ja, gebaut habe, jetzt fertiggestellt. Die ist jetzt komplett funktionstüchtig. Und ich habe die jetzt auch schon in Anführungszeichen angeschlossen. Ich werde die natürlich an das ME-System hier anschließen. Aber vorläufig habe ich die jetzt praktisch so angeschlossen, dass die Items hier in eine Crystal Chest gepumpt werden. Und von der Crystal Chest wird dann direkt Copper abgesaugt. Wir haben hier jetzt 4x64, also 64x64 Stacks haben wir viermal hier rumliegen. Also könnt ihr euch ja mal ausrechnen, wie viel das ist. Und hier ist dann halt auch noch eine Menge Zeug drin, was sie bis jetzt gefarmt hat. Außerdem haben wir noch ein paar, ja, Items hier. 78 Dias haben wir jetzt, lauter so ein Zeug. Und was ich jetzt vorhab zu machen ist, ich will einen Müllschlucker bauen. Warum ist ganz einfach, wir haben so viel Zeug, das unnötig ist. Und dafür habe ich vorgesehen, den Slot hier zu verwenden. Und zwar war mein Plan folgender. Warte, wir bräuchten mal vielleicht Fiber Cable, um das Ganze hier ein bisschen umzubauen. So, wollen wir mal sehen. Wo ist denn der Controller? Das hier ist der Controller. Ja, ich weiß ja nicht genau, wie ich das jetzt hier anschließen muss. Ich mache das jetzt erstmal so hier, so rum. Das sollte eigentlich reichen und die mache ich dann so rum. Dann sind die Maschinen wieder angeschlossen und der Rest sollte eigentlich auch passen. Unser Lagersystem funktioniert auch. Und wie ich das Ganze jetzt gedacht habe, wir bauen als erstes mal hier den Filter ab. Genauso wie den Timer. Und da ist eine Menge Cobblestone drin. Das legen wir mal hier rein. Denn der Sinn von der ganzen Sache war, wir bringen den Filter, also das ist das Erste, was wir machen, wir bringen den Filter hier an. Und jetzt müssen wir mal hier hinten rein. Können wir da so hin? Nicht so ganz, okay. Das ist dann leicht doof, aber okay, ich muss da mal ganz kurz nach unten, obwohl wir können es ja auch einfach hier aufgraben, das ist ja jetzt nicht das Problem. So. Denn jetzt müssen wir hier noch einen Timer anschließen und das machen wir am besten hier drüben. Warte mal, ich mach dich mal hier weg. So, dann legen wir die Kabel hier hoch, die Kabel da hoch und ja, den Timer, wo schließe ich den jetzt am besten an? Ich würde eigentlich fast sagen, ich schließe den Timer hier hinten ran. Sprich, ich weiß gerade nicht, wie ich das jetzt machen kann. Ich will den nämlich eigentlich auch ein- und ausschalten können. Also einfach mal angenommen, wir haben den. Wie machen wir das? Irgendwo bräuchten wir dann einen Schalter oder einen Hebel oder so, mit dem wir den an- und ausmachen können. Aber wo? Vielleicht hier an der Rückseite? Dann. Die Idee ist gar nicht so blöd. Dafür brauchen wir schnell Nether Brick. Einen. Und dann gehen wir wieder hier nach hinten. So. Und dann machen wir das Ding hier hin. Und den Timer, können wir den hier anbringen? Nee, verdammt. Okay, dann machen wir das ganze Ding so. Genau. Und jetzt brauchen wir noch Red Alloy. Haben wir davon was? Jawohl, zwei Stück, das reicht sogar perfekt. Das ist super, obwohl. Nee, reicht gar nicht. Aber verbinden sich die Blue Alloy mit dem Red Alloy? Das ist jetzt die Frage. Nope, machen sie nicht. Wie machen wir das dann? Gute Frage. Ich will einmal ganz kurz probieren, ob das jetzt so gehen würde. Mal angenommen, wir haben hier einen Lever drin. Jawohl, haben wir sogar. Krasse Scheiße, du. So, wenn wir das jetzt so machen. Geht der Timer dann noch? Ne, der Timer steht. Okay, das ist super nice. Aber liegt das jetzt daran, oder?
Also, ich meine, brauche ich das Dread Alloyals dafür oder eher nicht so? Doch, das Dread Alloy. Okay, gut, dann passt das so. Dann können wir den schon mal an- und ausschalten. Und was wir als nächstes jetzt machen werden, ich mache hier mal so einen kleinen Hohlraum. Und irgendwo muss unser Zeug ja praktisch hin. Okay, hier ist auch schon der Keller. Ach, du Kacke. Nein! Oh. Das ist böse. Ich brauche den Sand. So. Da können wir zumachen. Okay. Ach so, was ich auch gerade mal zeigen wollte. Ich habe den Keller jetzt auch mal gestern. Ich habe ja gesagt, ich mache das Ganze offscreen mit dem Keller. Und den habe ich gestern mal offscreen umgebaut. Sieht jetzt eigentlich ziemlich cool aus. Wir haben den Tank und unsere Energie. So sieht das gute Stück jetzt aus. Hier haben wir den Iron Tank mit 5x5. Ich habe auch ein Fenster jetzt eingebaut und hier sind dann unsere Generatoren. Der Boden ist ja Dark Xychordite Brick. Kein Plan. Ja. Und hier kommt dann noch unser Blast Furnace, unser Coke Oven und unsere Crafting-Einheit, also unser Automatik-Crafting-System hin. Und ja, dann sollte der Platz da eigentlich ganz gut genutzt sein. Aber jetzt wollen wir erstmal weitersehen hier. Komm ich denn da raus? Hier noch Fackeln? Ja. Okay, darunter war schon mal nichts. Gut, so, wir brauchen jetzt nämlich unsere Recycler hier. Und, ja, wie machen wir das Ganze? Gute Frage. Mal angenommen. Warte mal, eigentlich ist das blöd, die auf die Seite zu stellen. Verdammt. Okay. Warum ist das hier eins? Ach nee, okay. Okay. Ach, da ist der Eisentank. Ach, verdammt. Aber hier drüber können wir. Und der Platz sollte, glaube ich, auch ausreichen. Warte, wo ist denn... Ist das der Terminal? Jawohl. Okay. Dann wollen wir doch mal sehen. Das sollten wir doch wohl hinbekommen. So, was ich jetzt machen will, ist eigentlich ganz einfach. Wir bauen jetzt erstmal hier einen Tube nach unten. Das bringen wir dann zu unserem... Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Ich mache das jetzt mal hier hin, die Recycler. So. Und... Ja. Gut, jetzt können wir eigentlich die Recycler hier schon mal anschließen. Das muss nämlich von oben hier rein. Die Items und dann können wir die auch gleich an das hier anschließen. Okay, dann haben wir schon mal Strom. Oh, jetzt müssen wir uns Overclock-Updates herstellen. Hier haben wir einen Chio gegeben. Also, ja, das habt ihr gar nicht mitbekommen. Ich habe die bei 4 Overclock-Updates Chio gegeben, weil der welche gebraucht hat. Und wir zu dem Zeitpunkt sowieso nichts damit anfangen konnten. Da habe ich gesagt, ja, nimm ruhig, ich brauche sie sowieso nicht. Aber in der Theorie sollte das Ganze jedoch jetzt schon funktionieren. Ja, wenn man nicht failt. So, das Zeug wird rausgesaugt. Kommt hier rein und kommt in den Recycler und wird recycelt. Perfekto. Gut, ja. Jetzt brauchen wir halt dann noch hier eine, wie heißt das denn? ME Storage Bus oder so. Genau. Und dafür brauchen wir, also davon brauchen wir mehrere. Ich sag mal 3, 4, 5 ungefähr. Sagen wir mal 5 Stück. Dafür brauchen wir ME Interface und dafür brauchen wir ME, okay. Das heißt, so wie es aussieht, brauchen wir erstmal eine Menge ME-Kabel. Haben wir davon? Tut mir leid. Haben wir noch ME-Kabel? ME, jawohl, eins haben wir davon noch. Und das Ding brauchen wir auch gleich. So, was brauchen wir denn für ein ME-Cable?
So, 3, 4. Quarzfiber. Das mache ich aus Quarzdust. Davon haben wir noch 6 Stück. Okay, und dann brauchen wir einen Redstone. So, und das machen wir dann so und so. Okay, 6, 7 ME-Cable haben wir dann schon mal. Und, warte, was ist das denn hier? Import-Bus. Ach so. Machen die Blue ME-Cable irgendwas anderes? Ich denke mal nicht. Ich hoffe einfach mal nicht. Okay, dafür brauchen wir das Ding hier. Dafür brauchen wir 2 Quarz, Eisen und Redstone. Wo haben wir Eisen? Hier haben wir Eisen. Und da haben wir Quarz. So, das machen wir so. Da, da, da. Ups. Da, da und da. So, haben wir schon mal eins von den Dingern hier. ME Storage Bus. Okay, dann brauchen wir noch Glas. Hier. Das machen wir so, das Ding dahin, das Teil dahin. Und was war das andere? Eisen, ne? Jawohl. Da, hier, hier und da. So, haben wir das schon mal. Und dann machen wir uns jetzt hier das Ding hin. Und da das Ding hin. Und dann haben wir ein ME Storage Bus. Das ist doch schon mal geil. Brauche ich für das Ding echt Blue Cable? Ich hoffe mal nicht, oder? Es sieht fast so aus. Ach du Kogge. Aber wir können das erstmal so ausprobieren. Denn was passiert denn, wenn wir ME Storage Bus, okay. Warte, haben wir hier noch einen Fabricator? Jawolle, haben wir noch. Gut. Gib mal her, das Teil. Und da kommt jetzt das Rezept wie immer für eine Scrapbox rein. So. Und den Storage Bus schließen wir dann hier an. Und das Teil müssen wir dann, so viel ich weiß, wenn ich mich jetzt nicht irre, hieran anschließen. Nein, stopp, falsch. So, da musst du hin. Okay, haben wir noch irgendwo Scrap drin? 4 Stück. Okay, ich nehme jetzt einfach mal hier Scrap raus und leg das mal hier rein. Wird das dann hier rausgezogen? Nee, warum nicht? Okay, vielleicht brauchen wir da ME Export Buses. Ja, das klingt schon sehr viel logischer. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Sonst machen wir das einfach mit einer Crystal Chest, kein Plan. Dann erkundige ich mich da erstmal noch, wie ich das machen muss. Aber, ja gut, wollen wir einfach mal sehen, ne? Aber bis jetzt können wir das ja schon mal so machen, dass wir hier, wie gesagt, das Craften-Rezept für eine Scrapbox hin machen. Und, dann, ja, dann ist unser Müllschlucker praktisch schon fertig. Mehr müssen wir da jetzt nicht machen. Soweit wie er ist, funktioniert er auch und mehr wollen wir gar nicht. Und jetzt können wir hier zum Beispiel das Ding da reinwerfen. Das wird dann zerhäckselt und ja. So, was können wir noch machen? Achso, wir könnten auch eine Kiste hinstellen, ne? Fällt mir gerade mal so ein, aber ich weiß nicht, sollen wir da eine Kiste hinstellen? Wack is it? Steuerung Q? Geht nicht? Was? Hä? Warsch mich nicht. Okay, ja. Wie machen wir das jetzt?
Wir bräuchten ja jetzt praktisch noch mal einen Filter. Ist das richtig? Ach so. Es kann auch sein, dass ich den Storage Bus einfach ansteuern muss. Kein Plan. Naja, ist ja auch egal. Gut, ich würde eigentlich ganz gerne. Der ganze Scheiß hier, das ist so unnötig. Einfach mal. Aber ich sortiere es einfach mal hier wieder ein. Das da, das da, das da, das da, das da. Was ist das? Das nicht. Das auch nicht. So, und jetzt sortieren wir hier mal ein bisschen aus, was wir nicht brauchen. Okay, das lassen wir drin, das lassen wir drin, das lassen wir drin, das lassen wir drin. Generator. Ja, wohl, eigentlich ist das. Hier, die Dinger können wir schmelzen, die können wir zerhäckseln. Eigentlich brauche ich das Teil nicht, würde ich sowieso nie benutzen. Sand. Haben wir zwar ziemlich wenig von, aber bleibt mal da drin. Ich weiß nicht, eigentlich ist alles ein bisschen sinnvoll, was hier drin ist. Aber halt alles so ein bisschen, ne? Nun gut, dann werfen wir mal das hier alles in die Recycle-Maschine. Das Ding materialisieren wir mal eben und die Teile hier brennen wir. So, dann brennen wir den Kopper noch eben. Und dann machen wir uns, ich würde eigentlich schon fast sagen, an die Crafting Unit. So, warte, sind wir schon hier in der richtigen Abteilung. Dafür brauchen wir ein ME Assembler Containment Wall. Davon brauchen wir, lass mich kurz überlegen, 3, 3, 4, 5. Oder? Nee. Dafür brauchen wir 8. Genau, 6, 8, 16 und 2, 4, 6, 8. Das heißt, wir brauchen davon 24. Okay. 24 brauchen wir von den Teilen, von den Teilen, von den Teilen. Okay, dafür brauchen wir Quarzcrystals und die sind uns, also davon haben wir am wenigsten. Quarzcrystal hier. Und dann brauchen wir noch Gold und Eisen. Ich mache das Rezept gerade mal für die Teile hier rein. Dann machen wir das mal so. Und dann haben wir schon 8 Stück davon. Das ist schon mal sehr schön. Und was wir jetzt damit anstellen, wir bauen die hier unten auf. Und zwar so. Und jetzt kommt hier oben dann nochmal ein Kreis und dann an den Ecken jeweils kommen nochmal so Teile hin. Deswegen brauchen wir jetzt noch 8 und 8, also 16. Das heißt, wir brauchen noch 16 Quarzkristalle. Hier haben wir noch 3 Stück. Guck mal eine an. Okay, gut, warte, hier haben wir noch Quarzdust und da auch noch Quarzdust drin, zufällig? Nee. Das sieht doof. So machen wir das, glaube ich, oder? Ja. Wow. 4 Stück für ein Crystal, okay. Aber naja. Egal. Können wir wenigstens schon mal ein bisschen weiterbauen? So, oder bauen wir. Ups, das wollte ich nicht. Hier und dann machen wir das oben auch noch hin. Und jetzt brauchen wir noch eine. Ja, das Riesenproblem ist gerade einfach nur, dass wir kein Quarz haben. Okay, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen unsere Heat Vent. Dafür brauchen wir ein ME-Cable. Dafür brauchen wir 2, 4, 6, 8, 9, 10 Stück. 10 Stück brauchen wir davon. Okay, das heißt, wir brauchen Eisengitter und Eisen. Iron. Okay, Eisengitter haben wir noch. Ein paar zumindest. Und ME-Cable brauchen wir noch. Und sonst brauchen wir noch, ja, Quarz. Verdammt. Okay, dann mache ich mal ganz kurz die Teile hier. Machen wir das so. Haben wir zumindest schon mal 3.
Ansonsten lassen wir gleich unsere TWM wieder fahren. So, und die platzieren wir jetzt hier, da und da. Und dann brauchen wir noch hier, hier in der Mitte oben und an den beiden Seiten noch welche. Und Problem ist einfach nur, wir brauchen richtig viel Quarz für das ME-Zeug. Was wir dann als letztes brauchen, ist ein, genau, ME-Pattern. Achso. Ach nee, okay, brauchen wir auch Quarz für. Ich hätte, also davon brauchen wir 2 Stück. Aber das Ding ist eigentlich auch relativ easy herzustellen. So, was wir aber jetzt mal machen, ist unseren ganzen Cobblestone der hier rausnehmen. So, komm her. Oh, wir sind voll. Ja, das kann eigentlich alles weg gerade mal. Das haben wir noch. So, mach mich voll, Cobblestone. Das ist mir egal. Ich mache das jetzt einfach leer, die Barrel hier. So. Und jetzt werfen wir den ganzen Cobblestone hier rein. Müsst ihr den wieder auf? Oder? Ach, haben wir schon. Okay, gut, dann reißen wir die hier mal ab. Dann. So, ja, reißen wir jetzt die hier ab. Ne? Boah, Alter. Hey, was ist denn jetzt los? Das wird irgendwie ausgefallen. Okay, also so langsam reicht sich auch der Platz im Ende zu. 27.000 Cobblestone. Meine Güte. Okay, wir brauchen gleich noch einen Filter und noch einen Timer. So, hier drüben noch. Guck mal, hier liegen die Cobblestones einfach mal 10 Blöcke weiter weg. Ich denke, draußen liegen auch noch welche. Also, hier draußen, oder? Nee, okay. Gut, ja, wir brauchen einen Filter. Haben wir hier zufällig einen Filter? Haben wir nicht. Okay,